Frage nach dem richtigen BH bekomme ich immer wieder von euch gestellt. Ich habe in der Vergangenheit auch schon einige Videos dazu gemacht, aber ich dachte mir, ein Sommer-BH-Update kann auf jeden Fall nicht schaden, denn ich habe ein paar neue Lieblingsmodelle gefunden und würde sagen, wir hüpfen rein in die Problemstellung, No-Gos und dann in die perfekte Lösung. Hoffentlich. Ich habe letztens nochmal in den Kommentaren gelesen, dass auch ich selbstverständlich die allergrößte Modesünde auf diesem Planeten begehe, und zwar, dass man meinen BH unter meinem Top sieht. Ja, schuldig im Sinne der Anklage, ich bin auch nur ein Mensch und manchmal habe ich keinen Bock, 5 verschiedene BHs bei den 20 Milliarden Outfits anzuziehen, die ich hier jedes Mal wechsle. Aber natürlich, wenn wir von der perfekten Ausgangslage ausgehen, gibt es so ein paar No-Gos, die man beim Thema BH beachten sollte. Ich persönlich finde das ja mit den sichtbaren BH-Trägern nicht immer so das absolute Drama-Lama. Das ist für mich kein riesen Fashion-Fauxpas, weil, oh mein Gott, Skandal, sie trägt ein BH. Ich glaube, wir kommen alle drüber hinweg, dass es einfach Menschen gibt, die BHs tragen, okay? Lassen wir das erstmal so stehen. Für mich persönlich, es muss nicht immer alles 1000% perfekt sein. Was ich dagegen wirklich schlimmer finde und was mir auch selbst persönlich immer ein bisschen Schmerzen zuführt, wenn ich das sehe, ist, wenn die BH-Träger nicht richtig eingestellt sind und vor allem, wenn die massiv einschneiden. Ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gesehen und beobachtet. Und dann denke ich mir auch gerade so im Sommer, wenn das dann auch noch alles ein bisschen schwitzig ist und man sich so aufgequollen fühlt und dann schneidet einen so dieser BH-Träger ein und das ist alles gereizt und rot und man denkt sich so, ah! Also das ist definitiv für mich persönlich ein No-Go. Der BH-Träger muss einfach richtig eingestellt sein. Der darf nicht zu eng sitzen und natürlich auch nicht zu locker, weil wenn er euch von der Schulter rutscht, ist das mindestens genauso nervig, zumindest mal für euch als BH-Träger, Trägerin. Ich meine mich auch an so eine kurze Phase in den 90ern zu erinnern, vielleicht ist da ja jemand bei euch dabei, der sich auch erinnert, dass es tatsächlich auch mal so ein Statement-Ding war, dass man die BH-Träger mit Absicht sichtbar getragen hat, also dass man halt so ein quasi so ein Color-Blocking-Ding, also bunte BHs getragen hat und dann konnte man die auch wirklich mit Absicht so sehen. Ich glaube, da gab es bei mir so eine ganz kurze Phase. Ist für mich persönlich heute aber ein echtes No-Go. Also weiß ich nicht, vielleicht wächst man da auch irgendwie raus und das ist eher so ein Teenie-Ding. Und ein letztes persönliches No-Go. Ich weiß, es gibt die schon immer, die halten sich hartnäckig, habe ich aber noch nie wirklich verstanden. Und das sind transparente BH-Träger. Also ich meine diese Plastikdinger, die dann eigentlich sozusagen die Optik von einem trägerlosen bzw. unsichtbaren BH zaubern sollen. Aber ich finde halt, dieses transparente Plastik ist halt niemals irgendwie elegant. Und meine persönliche Meinung ist, zerstört ein Kleidungsstück und einen Look total. Das finde ich viel, viel schlimmer, als wenn man jetzt einen BH-Träger mal vorblitzen sieht. Also für mich persönlich ein absolutes No-Go, sei es hier oben an Trägern oder auch bei Rückenteilen, wo dann hinten so ein Plastikband eingearbeitet ist. Für mich persönlich bin ich raus, finde ich ganz schrebbelig. Kommen wir also zum Lösungsansatz. Ich habe heute verschiedene BH-Modelle für euch dabei und ein Favorite ist für mich persönlich der trägerlose BH. Ich weiß, manche tun sich schwer, je nach Körbchengröße, dass man halt sagt, ich finde aber kein Modell, was wirklich gut sitzt, was richtig Halt bietet, so wie ich das brauche. Das ist manchmal auch vielleicht ein kleines bisschen Kopfsache und ich habe tatsächlich zwei Empfehlungen für euch, die ich definitiv aussprechen kann. Bevor wir zu meinem neuen Favoriten kommen, denn mein alter Favorit passt leider nicht mehr richtig und der war von Savage X Fenty. Einfach nur der Strapless Bra. Den hatte ich in so einem Beige-Ton, es gibt den aber auch in Schwarz und das Ding ist ein absolutes Träumchen. Habe ich die letzten Jahre drauf geschworen. Der hat halt überall so Silikonränder eingearbeitet. Der kommt auch mit BH-Trägern. Also man kann den dann auch alternativ mal mit Trägern tragen. Und man kann die dann einfach aushaken. Aber der ist wirklich ein absoluter Traum. Ich werde euch natürlich alle BH-Modelle, die ich heute hier erwähne, unten in der Videobeschreibung verlinken. Also schaut super gerne vorbei. Es gibt genau dieses Modell leider nur noch in so ein paar Restgrößen. Ich bete zu allem, was möglich ist, dass der irgendwann nochmal wieder reinkommt, weil der war wirklich gigantisch gut. Aber
Keine Sorge, ich habe noch ein neues Modell gefunden. Und zwar ist das dieser Wonderbra hier von Triumph. Ich habe jetzt ausnahmsweise auch mal ein bisschen mehr wieder ausgegeben. Wobei, was heißt ausnahmsweise? Für BHs gebe ich eigentlich schon gerne viel Geld aus. Und der hier, wirklich, ich bin schockverliebt. Ich bin richtig schockverliebt, denn der ist unfassbar geil. Wir haben hier zum einen an der Innenseite hier alles mit so kleinen Silikonnoppen. Also der hält wirklich richtig, richtig gut. Hier vorne unter der Brust auch nochmal Silikonrand. Und der ist auch vorne relativ tief ausgeschnitten. Also das seht ihr zum Beispiel jetzt hier bei diesem pinken Top. Wenn man so einen etwas tieferen Ausschnitt hat, ist es auch gar kein Problem. Das kann dann halt so schön fließend fallen. Man sieht den auf jeden Fall nicht. Und der stützt halt mehr auch von unter der Brust. Der ist halt wirklich, das Cup sitzt hier quasi noch und ihr habt einen relativ breiten Unterbrustbereich, was eine sehr, sehr gute Stabilität gibt. Den Wonderbra-Effekt macht er dann halt hier im Prinzip durch diese leichte Polsterung, sodass die Boobies halt nochmal schön in Form gepresst werden. Also insgesamt sitzt der richtig bombenfest. Da ist auch sehr starkes, stabiles Material eingearbeitet, sodass man eine super Form hat. Und ich persönlich finde halt auch gerade so bei so asymmetrischen Teilen ist es ein absolutes Muss, einfach einen trägerlosen BH drunter anzuziehen. Und auch bei diesen schmalen Spaghetti-Trägern. Ich finde einfach, dass so ein Top durch in irgendeiner Form sichtbare BH-Träger einfach zerstört wird. Kann man natürlich machen, auch gerade bei so ganz schmalen Spaghetti-Trägern geht vielleicht noch so ein beiger, nudefarbener BH gerade so durch, würde ich noch gelten lassen, aber schöner, sind wir uns glaube ich alle einig, ist es definitiv mit dem komplett trägerlosen BH und von daher empfehle ich euch dieses Modell hier oder aber bei Savage X Fenty mal stöbern gehen. Tanktops oder auch Tops, die so ein bisschen hier auch schmaler ausgeschnitten sind, also die ein bisschen mehr Schulter zeigen, aber im Nacken und im Dekolleté-Bereich vielleicht so leicht zusammengefasst sind, Neckholder-Teile, sind auch auf jeden Fall eine gewisse Problemstellung. Und nicht immer möchte man unbedingt auf den trägerlosen BH zurückgreifen, der würde da natürlich auch drunter passen. Deswegen gibt es sogenannte Neckholder- oder Racerback-BHs. Und da habe ich auch ein Modell von Iris und Lilly, habe ich auch schon recht lange. Und hier ist im Prinzip das Besondere, dass die Träger hinten im Nacken zusammenlaufen. Man kann das auch ein bisschen einstellen und hier sind die Träger vorne auch so ein bisschen so doppelt gefasst, sodass, wenn die mal leicht hervorblitzen, dass es auch noch ganz nett aussieht. Der wird dann vorne zugemacht. Wir haben hier vorne den Verschluss, damit man den auch leicht anziehen kann. Finde ich persönlich eigentlich auch immer ganz nett. Ich weiß nicht, wie ihr so eure BHs anzieht. Also ich mache die meistens vorne zu, dreh rum und dann tschuk, einmal die Boobs einpacken. Das ist so meine persönliche Herangehensweise, aber Entschuldigung, ein Verschluss vorne ist auf jeden Fall auch ganz nett und dadurch ist er dann aber auch bei solchen Oberteilen sehr, sehr unsichtbar. Da würde nämlich jetzt hier an dieser Stelle seitlich so leicht der BH-Träger rausblitzen. Wenn man das absolut vermeiden möchte, kann man das mit so einem Modell, was halt oben im Nacken schmal zusammenläuft, auf jeden Fall verhindern. Dann gibt es noch die ebenfalls so ein bisschen Racerback-Modell Spitzenvariante. Bei Spitzen-BHs muss man natürlich immer so ein bisschen gucken, dass man ein Modell findet, das einem nicht zu sehr kratzt. Ich habe gerade auch ein Modell, das kratzt mir immens. Also kann ich nicht lange Stunden anziehen. Das ist dann eher was für andere Bereiche. Aber es gibt auch Modelle, die echt mega angenehm sind. Der hier ist ebenfalls von Iris und Lilly. Oft ist es halt leider bei diesen Spitzen Teilen so, dass das eher wie so ein Top ist. Also hier hat man jetzt nicht so einen mega krassen Halt, weil hier auch keine Bügel eingearbeitet sind. Aber wenn man damit fein persönlich ist und so eher ein bisschen leger unterwegs sein möchte, kann das hier auch auf jeden Fall ein Modell sein, weil das Schöne an der Spitze natürlich ist, die darf man auch gerne sehen. Ich persönlich spiele da auch gerne mal mit den Reizen. Ich finde das hübsch, ja. Ist allerdings sicher Geschmackssache. Da kann man dann jetzt auch eher so ein enger geschnittenes Teil anziehen, also was halt so ein bisschen mehr im Nacken auch zusammenläuft, wie dieses lilafarbene Top.
oder aber auch zum Beispiel dieses weiße Tanktop. Das ist sogar auch ein bisschen durchsichtig, also da spielt man direkt mit ganz, ganz vielen Anreizen. Aber es ist ja alles erlaubt, liebe Leute, ne? Und ich muss sagen, trotzdem finde ich, ist es ein hübsches Modell. Man kann den auch hier hinten ein bisschen verstellen. Der sitzt halt, wie gesagt, eher sehr leger, sehr bequem, aber kommt halt durch die Spitzendetails auf jeden Fall auch ganz nett raus und sieht halt auch vor allem hier im Nacken, finde ich, echt hübsch aus. Also kann man machen, da würde dann eher jeder sagen, ach ja, klar, sie hat ein BH darunter an, aber es sieht halt auch irgendwie direkt nett aus und gehört sozusagen zum Look dazu. Kommen wir jetzt noch zu zwei neuen Lieblingsmodellen von mir. Die sind wiederum von Savage x Fenty. Ich liebe diese Unterwäschemarke wirklich sehr. Neben Iris und Lily, das sind meine persönlichen zwei Favoriten, schon echt seit vielen Jahren jetzt. Und da habe ich mir noch zwei Sets an neuen T-Shirt-BHs bestellt. Das hier ist jetzt mal dieses eine Modell. Das hat eher schmalere Träger und auch nochmal hier so ein Logo-Print drauf. Das habt ihr jetzt unter dem pinken Top schon gesehen. Das ist sicherlich auf jeden Fall noch dezent, würde ich aber eher unter wirklich klassische T-Shirts oder halt so Tops, wie ich das hier anhabe, mit breiteren Trägern anziehen. Der hier hat jetzt keine gepolsterten Cups, sondern einfach nur ein normaler Bügel-BH. Ist aber super soft vom Material, hat halt auch diese leicht glänzende Satin-Optik, schöne Details und ist halt dadurch auch sehr, sehr stabil, aber super schlicht unter der Kleidung. Sowas finde ich persönlich braucht man auf jeden Fall im BH-Schrank. Und das hier ist das zweite Favoritenmodell. Ein schwarzer T-Shirt-BH braucht man auch auf jeden Fall als Standard-BH im Schrank. Und der ist ein bisschen stabiler gearbeitet. Der hat halt feste Cups gepolstert. Und ich finde halt auch nochmal hübsch hier im Rücken das Detail, dass der so Cutouts hat. Sehr hübsches Modell und aber vor allem bietet der extrem viel Stabilität. Nur was ich natürlich nicht machen würde, ich habe euch nochmal ein No-Go-Beispiel reingepackt. Den hier unter ein weißes Top. Also das ist wirklich noch so eins der No-Gos. Das würde ich auf gar keinen Fall kombinieren. Man sieht es, vor allem wenn das Top leicht durchsichtig ist. Es ist kein Statement. Finde ich persönlich, ist kein Statement mehr. Konnte man vielleicht mal in den 90ern machen, aber da sind wir rausgewachsen. Und nochmal die letzte große Kategorie. T-Shirt-BHs ganz generell. Und möglichst undurchsichtige BHs. Ich habe am allerliebsten natürlich auch gerne so Trägertops mit etwas breiteren Trägern. Das ist für den Alltag das Einfachste. Und ich sag euch auch ganz ehrlich, Tops, wo ich schon wirklich eine halbe Wissenschaft draus machen muss, um den passenden BH zu finden, man kann es auch einfach lassen. Ja, wir müssen es uns nicht unnötig schwer machen. Ich habe jetzt gerade übrigens mal den schwarzen BH an. Ihr seht, der macht auch einen tollen Ausschnitt, by the way. Und das hier sind wirklich meine absolut meistgetragenen BHs. Der hier fängt jetzt auch schon langsam nach 3 Jahren an, sich mal in die Bestandteile aufzulösen, so ganz langsam. Die sind von Iris und Lily. Die Qualität ist wirklich absolut hervorragend. Wir haben breite, stabile Träger und natürlich halt ein schönes, weich gepolstertes Cup. Bügel drin natürlich und letztendlich halt ein ganz sanfter, anschmiegsamer Stoff, der absolut undurchsichtig ist. Also das ist ja der Sinn letztendlich, wenn man unter einem Top oder T-Shirt ein BH anhat, den man möglichst jetzt nicht mit Tausenden von Abdrücken und so sehen will, sondern es soll halt einfach gut aussehen, ohne dass man halt plakativ demonstriert, ich trage ein BH. Also das ist zumindest das in, sagen wir, 90% der Fälle, was mein persönlicher Ansatz ist. Und die hier sind wirklich klasse. Ich habe die in 3, 4 verschiedenen Farben und die sind mega, mega gut, haben 2 Ösen, aber genug Stabilität, also von daher auch gerne mal stöbern gehen. Und wie gesagt, der hier, man sieht ihm die 3 Jahre jetzt so ganz langsam ein bisschen an, aber das ist schon fein. Meine hübschen BH-TrägerInnen da draußen, ich hoffe, es war was für euch dabei und ihr habt heute die Lösung auf eines eurer Probleme gefunden und da waren noch ein paar Tipps für euch dabei. Wie gesagt, nicht vergessen, ich habe euch gerne alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, heute auch mal die Größen mit dazu geschrieben, wobei Größen müsst ihr halt bei BHs natürlich super individuell schauen, was euch passt, aber einfach mal zur Orientierungshilfe. Und da bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Bye bye.